Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Gaskuh. Das sind zwei richtige Granaten, ne? Der Yannick und der Martin sind nämlich auch mit dabei. Moin. Der Yannick macht heute den Schweigenden. Man nannte ihn auch Schweiger. So, gut. Was machen wir? Moin. Wo ist der? Ja, komm her. Wo bist du? Hallo! Du bist ein guter Junge. So, gut, was machen wir? Ah, so, Martin, jetzt kannst du. Der hat nämlich schön. Müssen dazu sagen, mein Lieber. Moin! Hat nämlich schön Alter. Der hat nämlich schön vor Beginn der Aufnahme gemacht und getan und so. Jetzt kannst du, Martin, du hast was auf Herzen. Moin! Ich habe festgestellt, dass wir keine Walze haben und ich wollte gern walzen. Ja. Dann musst du eine kaufen, aber das musst du halt vorher mit dem Yannick so abkaspern, weil der hat ja wie immer die Hand auf Geld. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber. Yannick, darf ich eine Walze kaufen? Bitte? Aber natürlich. Seht ihr das? Seht ihr das? Da ist das ohne zu zögern, ne? Da wird gar nicht diskutiert. Ich hab bitte gesagt. Ich sage auch immer. Ja, doch, ich sage auch immer bitte. Müsste nur. Da will ich noch mal kurz nachdenken. Nur mal kurz in mich gehen. Ja, aber, wartet mal. Wir haben ja neue Mods mit drauf bekommen. Meine Lieben. So, und zwar richtig, richtig schnittische Dinger. So, und die haben wir hier. Mods und DLCs, genau. Was haben wir denn alles mit drauf? So, wir haben neue. Braucht jemand einen Rehbraten? Nee, warum hast du gerade... Ich hab gerade einen Reh überfahren. Das ist nicht so... Oh, wir haben einen neuen Case. Also, meine Lieben, guck, das sind unsere ganzen Mods, die wir mit drauf haben. Wir haben die IFA W50 X. Die haben wir übrigens auch schon seit 3 Wochen drauf. Ja. Wir haben die IFA W50 Wechselbrücke. Seit ja, drei die Wochen. Haben wir schon seit 3 Wochen. Aber ich dachte mir, ich sag dir das halt nicht, weil... Du wirst schon irgendwann selber drauf kommen und irgendwie dachte ich, vielleicht auch interessiert dich das Fahrzeug. Vor allem habe ich das schon zweimal gesagt, dass wir die drauf haben und dass ich eine möchte. Oh. Hast du? Ja, wo wir das Rückwärtsschieben gemacht haben, habe ich das tatsächlich zweimal gesagt. Echt? Bei mir kann ich sogar schon seit 4 Wochen drauf. Ist ja in Ordnung, ja, hat's der Alte hat es halt nicht gleich gemerkt diesmal. Ne? Ich hab's du hast verstanden. Sowieso vieles noch nicht gemerkt. So, also. Warte, gut. Also, dann müssen wir, warte mal, jetzt müssen wir hier mal durchgucken. Den Cedor kennen wir ja. So, was haben wir noch? Den Porsche kennen wir. Ach, der Porsche Junior ist halt auch, ne? Der ist halt. Oh. Das ist halt schön. Das ist halt richtig schön. Wir haben einen MB-Truck mit, aber wir haben halt noch keine Pinot dafür. Wobei, es könnte, wir könnten, aber hm. Sag mal, ist das der Case? Ja, das ist der Case. Oh. Oh. Chat und YouTuberinus, ihr dürft jetzt in dieser Folge entscheiden, ob wir, da kann mal einer von den Mods eine Abstimmung machen. Soll ich einen Traktor verkaufen und dafür den Case kaufen, ja oder nein? Da könnt ihr gerne mal, da machen wir einer eine Abstimmung fertig für diese Folge. Und YouTuberinus, ihr schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare, weil der Case ist einfach, boah, der ist einfach Liebe. Der ist einfach Liebe, Nidram, natürlich. So, was haben wir? Warte mal, aber wieso gibt's. Yeah. Warte mal, wieso gibt's keinen? Gibt doch nur W50. Aber hier, der Kasi ist halt auch geil, ne? Der Kasi ist halt, das ist auch Liebe hier. Boah. So, aber, mein Lieben, wir haben ja noch was anderes mit drauf. Und zwar, passt auf, wir haben, das Pack kam heute raus, ne? Gebäudepaket, oder? Ja, richtig. Genau, und also quasi heute am 12. Und da seht ihr hier unten schon, das ist Bergisch Land, nennt sich das, oder? Würde ich das sagen, oder? Wie hieß Bergisch Land? Ja, Bergisch Farm, irgendwie so in der Drehe. Und wenn ihr da hier seht, die Gebäude, ich mach's jetzt einfach mal so. Bayerische Farm. Ja, genau. Genau. Danke. Das war sehr eindringend im Ohr. Bergisch Land. Der ist dasselbe Mensch. Das ist doch so, denke ich mal. So. Ja. Hier sehen wir schon die Gebäude. Hier sehen wir das auch so. Die kann man. Ach, die kannst du vielleicht wieder so drehen.
Dann haben wir hier natürlich auch ein Gebäude. Dann haben wir hier noch einen Unterstand, so einen kleinen. Dann, was haben wir hier? Ich dachte, das war Dixie. Nee, war es nicht. So, was haben wir noch? Dann natürlich haben wir hier noch was Kleines. So, aber was mich noch interessiert, wir haben hier. Und was ich richtig geil finde, wir können, warte mal, ich will ein bisschen rauszoomen. Wir können hier, das ist so Kuhstall, und ihr seht ja die Auffahrt. Da kannst du reinfahren, da kannst du hochfahren, da kannst du. Das ist eine Hochauffahrt. Das ist mir klar, aber ich sag's mit leichten Worten. Ist da jeder, wenn ich jetzt. Wir könnten nur Fachbegriffe benutzen, Martin. Ja. Aber dann beantwortest du die in den Kommentaren. Nee, hab ich keine Lust zu, keine Zeit. Das ist ja geil. Ja, also ihr könnt euch drauf freuen, meine Lieben. Wir haben viel zu bauen, viel zu tun. Nichts, wo die Mädels rangieren könnten, der Lenzning. Ja, ist so eine Sache. Damien Dog hat Grease-Up im zweiten Monat, Namen zusammen, mit Prime. Dankeschön dafür, gibt's natürlich auch herzlich was von Herzen kommt. Und schönen guten Abend. Schönen guten Abend. So, okay, also, genau. Wir machen erst einmal mit dem Traktor weiter. Und dann bin ich mal gespannt, was die Abstimmung bringt. Haben wir eigentlich eine Abstimmung? Aktuell noch nicht. Du kannst es nicht machen, weil die ist ja nicht über Handy da. Und ich habe das Widget gerade nicht. Okay. Warte mal, ich gucke mal, wer ist schon, wer ist da? Warte mal, wer ist noch da? Bitte. Dara! Kleiner Zwerg! Kannst du mir bitte eine Abstimmung machen? Also soll sich der Excel einen Traktor verkaufen und dafür den Case kaufen, ja oder nein? Also ich bin definitiv für ja, weil der Case, Leute, der Case ist einfach Liebe. Der Case ist einfach, das ist einfach, boah. So, was mache ich heute Produktives? Natürlich, weil unsere, nicht. Hallo, weil unsere Tiere, warum macht das denn jetzt nicht? Ach ja. Nimm. Oh, ich mag meine Seitenkonsole. Yeah. Ich mag meine Seitenkonsole echt wie Sau. Ich glaube, ich brauche mal eine neue. Ivy, servus und hallo. Yeah. Kauf doch einen W50, Schlugli, Mann. Ja, gute Sache. Der W50 bringt mir nicht viel. Noch nicht. Noch nicht. Oh. Tun wir hier erst einmal. Jetzt tun wir erstmal schön schwaden, denn wir brauchen Gras. Für die Schafe. Wir brauchen Gras für die Schafe. Ich hab mal eine Frage. Ja, hau raus. Haben wir eigentlich zu viel Sprit? Ja, es tut mir leid, ich kann halt nicht alles gleichzeitig. Sorry, ehrlich. Dann fahr ich halt weiter. Ne, das mit dem Sprit, ne? Wir haben doch eine Hoftankstelle. Ach so. Von daher ist das doch nicht. Ist das doch nicht vonnöten? Produktivste, was ich da von Excel gesehen habe, war die Aktion mit einem gewissen Vollamter. Sofort Vollamter. Ich weiß gar nicht, Nidram, ich weiß gar nicht, was du meinst vom Vollamter. Also, ich muss sagen, unser Schwader, den wir hier haben, der ist schon sehr geländegängig. Der ist schon echt gut. Kann man nicht meckern. Wie ist sie? Servus. Servus und hallo. Gut, hier lässt er ein bisschen, Wir haben uns auch die schönste Wiese rausgesucht, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, also wir brauchen Gras für die Schafe, dass wir Baumwolle? Nicht dran? Ich weiß nicht, wo du redest. Wir brauchen Gras für die Schafe, dass die natürlich weiter die Wolle produzieren können. Und wir müssen dann sehen, was ich gesehen habe bei den Tieren. Wir müssen, ich mich dann noch drum kümmern. Wir müssen sehen, dass wir da auch wieder Getreide reinfahren. Und natürlich auch bei den Kühen. Da müssen wir auch wieder weitermachen. Weil die haben auch ein bisschen Notstand beim Futter. Der Wesi hat gerissabt mit Prime im zweiten Monat. Wesi, Dankeschön dafür. Gibt es natürlich auch für dich das Herzchen, was von Herzen kommt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. So. Okay. Jungs, wie war so euer Tag? Ihr seid ja sicherlich alle schon wieder ordentlich am Werkeln, ne? Stress ohne Ende. Nehme ich mal an.
So sieht's aus. Yannick, du hast ja hier nochmal ein bisschen disponiert. Hättest du aber nicht machen müssen. Hab ich aber. Ja, du bist das halt. Also wir haben's besser gesagt. Ach, ihr habt auch nee, oder? Ja, sicher. Ah, ihr seid aber schon ab und zu immer mal ein bisschen verrückt, ne? Mann, Mann, Mann. Im Übrigen, die Sachen sind rausgegangen, ne? Also die, wenn sie nicht schon da sind, sind sie auf jeden Fall auf dem Weg. Yannick. Okay. Hoffe. Also wie gesagt, gib doch mal Bescheid, wenn die da sind. Ne? Hauen wir Verlinkung rein und so. Das machen wir ganz professionell und so. Und dann passt das. Oh. Ah, eine Schwad hier herzu. Eine Schwad. Guckt euch das an. Sprungfeder, moin. Guckt euch das an. Das ist ein Traum. Das ist einfach nur ein phänomenaler Traum einer phänomenalen Schwad. Immer seht ihr sowas nicht. Immer seht ihr sowas. So. Jetzt hier rein zügeln. Ja, wisst ihr, wie nervend das ist, wenn man sich an eine Seitenkonsole gewöhnt hat und die nicht nutzen kann? Das ist ärgerlich. Das ist einfach nur ärgerlich. So. Ja, aber das mit der Gruppe, die passt sehr gut. Da können wir uns jetzt immer wünschen, hier klein mit dem Mods und schneller abstimmen. Und auch so, wer Zeit hat. Das war eine richtig gute Idee. Von uns. Will ich das mal sagen. So, Yannick, Dankeschön. Für die Abstimmung. Musste ich mich mal eben belesen erst noch. Bei was? Wo musstest du dich belesen? Bei der Umfrage. Was? Warum? Weil ich nicht wusste, wie das geht. Was? Richtig? Nein. Hier, wisst ihr, was ich herausgefunden habe oder woran das wahrscheinlich liegt, dass ihr die Streaming-Beschreibung nicht ändern könnt? Ja, aber es geht ja wieder. Könnt ihr wieder beim Stream ändern? Ja. Das Spiel? Ja. Ja. Okay. Aber warum ging denn das eine Zeit lang? Halt, bitte nervig. Entsprechendes was? Entsprechendes Beweismittel geht morgen an dich. Den Lenzling. Ah, sehr gut, sehr gut. Du liebst das, du musst das. So. Ich werde nachher noch mal kurz hier hinten an meinen Rechner fummeln müssen. Ich brauche meine Seitenkonsole. Nervt. Ohne nervt. So, aber. Demnächst, meine Lieben, werde ich euch auch noch mal was Neues zeigen bei Gascool. Wo wir die ganze Bedienerei, der ein oder andere wird es vielleicht sicherlich schon kennen, aber wo wir die ganze Bedienerei dann auch noch mal anders darstellen können und zeigen können. Aber da muss ich mich erstmal ein bisschen einfuchsen in das Ganze. Alex, Abstimmung ist schon da. Abstimmung ist schon da. Und das als Mod beim Teamkollegen auch nicht. Ah, alles klar. Alles klar. Ja, das war halt nur, wenn es jetzt wieder geht, ist gut. Aber es war halt nur ein bisschen nervig. Ach, Chat, ihr seid so geil. Na, auf jeden Fall sind sie geil. Ihr seid so... Ey, warte mal. Niemals nie. Ah, ich freue mich drauf. Aber Damien, was du geschrieben hattest mit dem Sound von dem Case, dass das der Standard-Sound ist, den kann man ja selber dann auch noch an. Wenn man natürlich den Sound dazu hat. Aber eins ist Fakt, Jungs. Die Wiese hier hinten, ne? Die mähe ich nicht noch mal. Ich schwamm euch noch. Ach mal. Quatsch, warum nicht? Na, guck dir doch diese. Nee, vorher machst du irgendwie glatt. Das große Mondlandschaft. Ach ja, öfter, das ist doch nervig. Ja, das erinnert mich an was. Du Schlingel, du. Ach Gott, Schlingel. Nein. Ich hab nur mal kurz Gärtner gespielt.
Ja, aber das hier hinten auch, sind nie die Wiese erlebt. Du mal ja blöd unsere Maschinen beschädigen. Das können wir nicht machen. Ja, aber was ist, wenn wir da auch mal einen Gärtner ranlassen? Ja, ne, mehr nicht doch. Ne, das auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall den Gärtner ran. Ja, dann machen wir das doch. Weil das ist ja. Oder wir holen einen Planierraube. Der hier wird nichts planiert. Er will gleich wieder planieren, der Kerl. Was willst du? Ach, also so eine fette D11 dahin, dann passt das. Ja, einmal drüber gefahren. Das glaube ich auch, dass das euch gefallen würde. Aber nein, hier wird nichts planiert. Ne? Ja. Haben wir wieder was gesagt. Kann, wenn Giants das Soundpool endlich freigeben würde, warte da auch drauf. Hab 4 Schlepper, die noch nicht fertig sind. Der Sound noch fehlt. Die Sounds in dem Spiel sind halt verschlüsselt und bis jetzt kommt kein Modder da so wirklich dran. Also wirklich niemand kommt da dran. Das ist das Problem. Aber ich vermute mal, das liegt halt einfach daran, dass die in LS22 so viel für die Sounds gemacht haben, dass sie das einfach für sich sicher haben wollten. Ja, ist klar, gut, das kann man ja auch verstehen dann, ne? In dem Sinne. Kann man auch verstehen. Aber gut, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt ordentlich in die Kommentare geschrieben betreffend des Schleppherrs. Bis tschüss! Dann. Ja, winke, winke. Tschüss. Unglaublich.